Ja, wir sind wiederum bei Bio Schramm in Großengersdorf. Wir stehen da bei einem wunderbaren Tisch, der wirklich schön hergerichtet ist. Und ich lese da Drachenkopf. Hört sich sehr orientalisch an, sehr so fast chinesisch, ist aber hat damit überhaupt nichts zu tun. Also es ist sehr, das Verbreitungsgebiet vom iberischen Drachenkopf ist eigentlich Iran, Irak oder auch in Asien. Aber wir in Österreich sind eigentlich die Ersten oder ja, die Einzigen, die das im Moment anbauen. Und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Pflanze. Mhm. Ja, iberischer Drachenkopf heißt diese Pflanze. Und ja, Sie sehen hier den Samen. Also der Samen ist braun, ja, und der Samen allein enthält schon 38% Öl. Ja. Die Hauptinhaltsstoffe vom Öl sind Alpha-Linolensäure 60% und Linolsäure 15%. Und es ist eines der schnellsten trocknenden Öle überhaupt. Was heißt das? Das heißt, dass sie auch sehr für die Hautpflege geeignet sind, weil wenn man sehr Öl auf die Haut schmiert, will man natürlich, dass das schnell eintrocknet. Ja? Und ein anderes Merkmal, deswegen ist auch, dass es einen sehr hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren hat. Also je schnell trocknender ein Öl ist, desto mehr Anteile an Omega-3-Fettsäuren hat es. Die Pflanze selber, die sieht man eigentlich nur da hinten auf unserer tollen Infos-Flyer. Die Blüten sind weiß und manchmal auch violett, wir haben eigentlich den weißen gehabt. Und es ist mit der Minze verwandt. Okay. Okay? Mhm. Ja. Das heißt, was ich so mitgekriegt habe, für innerliche und äußerliche Anwendung geeignet. Richtig, ja. Also für innerlich jetzt, also man kann es über Salate geben. Es ist eigentlich wie Leinöl auch im Kühlschrank zum Aufbewahren. Also über Nudeln, Gemüse, ins Müsli und ja. Aber nicht unbedingt erhitzen. Nicht? Also nein, auf keinen Fall erhitzen. Also es wird kalt gepresst, somit bleiben auch die ganzen Eiweißverbindungen erhalten und die ganzen Vitamine und deswegen sollte man es auch anschließend im Kühlschrank aufbewahren. Jetzt sehe ich da Öl und das ist kein Öl. Nein, das ist kein Öl, das ist Sirup. Und zwar, mein Vater hat das gedroschen eben, diese Pflanze. Und es waren dann noch urviel schöne Pflanzen übrig, am Rand vor allem. Und ich mir dachte, was machen wir mit denen? Die kann man ja auf jeden Fall auch verwenden. Und wir haben dann eben einen Sirup draus gemacht. Wir haben diese schönen Pflanzen abgeschnitten und haben selber eben diesen Sirup gemacht mit Biozucker auch und Zitronen, Bio-Zitronen, also nur Bioprodukte natürlich. Und er schmeckt wirklich hervorragend. Und vor allem, man kann ihn natürlich auch in Cocktails verwenden, weil eben diese Pflanze mit der Minze verwandt ist. Ja? Also so ein Mojito mit Drachenkopfsirup ist natürlich was ganz Besonderes. Mhm. Ja. Dürft gut sein, weil die Biene, die macht sich da, schon begeistert davon. Der schmeckt es. Und das wollen wir jetzt auch kosten. Okay. Ich habe das drinnen vorbereitet. Mhm. Ich hole es mal raus. Na gut. Ja, jetzt haben wir von diesem Drachenkopf gehört, diese Pflanze. Ihr habt es geglaubt, die wächst da gar nicht. Stimmt nicht, sie wächst schon da und ihr habt es aber jetzt wirklich kultiviert, kann man sagen. Ja, ich habe da einmal da umgegoogelt sozusagen und bin da auf diese Pflanze gestoßen und laut Beschreibung war die eigentlich für den Biolandbau extrem gut geeignet, weil da steht zum Beispiel auch, keimt sehr schnell, wächst sehr schnell, unterdrückt das Unkraut, ist mit den wenigsten Pflanzen bei uns verwandt, also fruchtfolgemäßig ist das auch super. Mhm. Und ja, und ich habe es probiert, auf zwei Arten anzubauen, also in Reihen, dass man mit der Hacke wegen einem Unkraut besser bearbeiten kann, oder auch wie ein normales Getreide, habe es dann mit dem üblichen Unkrautstriegel bearbeitet und in den Reihen gehackt und so. Und es ist sehr schnell gewachsen. Hat intensiv gerochen, also was mit der Minze verwandt und so, und ist auch eine Bienenweide. Mhm. Also das ist auch, also eigentlich nur Vorzüge. Nicht? Das Öl ist sehr wertvoll, die Pflanze kann man verwenden. Das habe ich eigentlich probieren müssen. Nicht? Also das war eine super Sache und hat Gott sei Dank auch funktioniert. Nicht? Also nicht unbedingt schwierig anzubauen? Nein, es ist schwierig, war natürlich Saatgut bekommen und so. Es ist auch bei uns in Österreich, ich weiß nicht, ob es sich anbaut, aber sicher ganz rar und in Deutschland, man kriegt es fast nicht. Das ist aber ein super gutes Öl, Speiseöl und hervorragend eigentlich. Also in diesem Fall, ich weiß nicht, ob alle Jahre so funktioniert, aber heuer ist super gegangen und ich freue mich, dass wir das so zusammengebracht haben. Jetzt werden wir es einmal verkosten. Ja, genau. Also hier haben wir mal den Sirup. Bitte schön.
trinken Sie auch? Ah, so. Der ist gut. Kann Sie trinken? Also ich? Okay, ja, ich kenne mich auch, aber ja. Das ist wirklich gut. Ja, also man kann eben natürlich mehr verdünnen oder weniger. Das hängt von jedem individuell ab, wie er gerne den Sirup trinkt. Aber ja, also man schmeckt schon ein bisschen die Minze. Man schmeckt oder? Ein bisschen die Minze. Es hat so erfrischend. Also das ist wirklich erfrischend. Das ist so ein optimales Sommergetränk, würde ich mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Mhm. Also ich trinke es am liebsten mit kaltem Mineralwasser. Mhm. Aber, wobei, ich kann mir vorstellen, im Winter, wenn man das ein bisschen im Tee reingibt, dass das auch recht eine gute Geschichte genau. ist. Genau, wird man wieder munter. Ja, genau. Okay. So, und jetzt kosten wir auch noch das Öl. Ja. Wir schmieren es uns jetzt nicht auf die Haut, weil ich glaube, das wäre dann nicht so toll für das Video. Aber ja. Gut. So, bitteschön. Danke. Das Öl hat einen dezenten, feinöligen Geschmack und verstärkt viele Aromen, ohne selbst zu dominieren. Mhm. So. Es ist halt, ja, ein schon, finde eigentlich, ein starker, guter Geschmack. Mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man das wirklich so viele Gerichte verwenden kann. Weil es ist ja, genau. Es ist halt einfach mal was anderes. Mhm. Es ist den Leinöl von den Inhaltsstoffen, also diese Omega-3-Fettsäuren, schon sehr ähnlich. Aber es ist was anderes, das hat keiner. Und wer gerne etwas Neues ausprobieren möchte, bitte probiert es. Es ist echt schmeckt super. Schmeckt sogar pur. Ja, genau. Also es hat ja wirklich sehr viele Vorteile, dieses Öl. Wir haben das alles ganz genau in diesem Infofolder aufgeschrieben. Also wem es interessiert, der kann sich den gerne mitnehmen, kann das alles durchlesen. Es ist also wirklich sehr, sehr gut für die Gesundheit und weil ich gesagt habe, wegen der äußerlichen Anwendung, also es hilft, das Altern zu verlangsamen. Ich habe da Forschungen im Internet gefunden, also es wurde schon mal geforscht und das ist wissenschaftlich bewiesen, da kann man auch gern nachlesen im Internet. Und es hilft einfach, Schadstoffe von unserem Körper fernzuhalten und es wirkt halt entzündungshemmend. Mhm. Also es hat sehr viele Vorteile und ja. Wer gerne etwas Neues ausprobiert. Und das Omega-3 ist ja sowieso bekannt, dass das eine ganz wichtige Fettsäure ist. Genau, genau, das ist sehr gesund auf jeden Fall. Okay. Ja. Schmeckt sowohl das Öl wie auch das Getränk. Tadellos. Ja. Super. Ich würde sagen, jetzt geht es dann rein und ich will mich dann reingehen. Das hat die Fatzen und das ist der Fatzgraben. Okay. Ja. So, wir sind jetzt im Folientunnel, kuschelig warm ist da herinnen. Das stimmt, ja. Wir sind da bei den Tomaten, die sind ein bisschen grün. Auf der anderen Seite haben wir schon die schönen roten. Was sind das für Tomaten? Also wir haben ganz verschiedene Sorten. Also hier haben wir zum Beispiel die Salattomate, die ganz traditionelle rote Paradeiser, sagen wir eigentlich dazu. Ja. Und da haben wir die Paradeiser, der heißt Ochsenherz. Der hat ganz viele kleine Kerne und schmeckt ein bisschen süßer. Wird oft auch fürs Einkochen verwendet. Mhm. Aber ich mag es einfach gern zum Mozzarella, weil die einfach ein bisschen süßer sind. Oder aber wenig, ist nicht so saftig, oder? Finde ich schon. Doch. Finde ich schon, ja. Oh, ja. Aber es ist mehr, es heißt auch Fleischtomate, also man nimmt es eher fürs Einkochen, für Sugos und so. Mhm. Aber kann man natürlich auch so zu Mozzarella probieren, weil es wäre mal was anderes. Ja, ja. Und dann haben wir auch noch ganz, ganz kleine Tomaten, die wären da hinten, glaube ich, oder da vorne, ich weiß jetzt gar nicht. Da sehe ich irgendwas. Ja, genau, da haben wir die Cocktailtomaten, die kommen da jetzt. Und es gibt dann noch ganz, ganz kleine, die ausschauen wie Beeren auch. Das sind unsere Paradeiser-Raritäten. Und wenn man da so eine tolle Schale hat mit verschiedensten Paradeisern, dann ist das schön fürs Auge auf jeden Fall und auch natürlich für den Magen. Und wir haben da jetzt ein Gewinnspiel für euch, für alle, die dieses Video sehen. Ihr dürft schätzen, wie viele Staudentomaten da in diesem Folientunnel sind. Und die Antwort könnt ihr bitte an unsere E-Mail-Adresse schicken. naturkorn@bio-schramm.at und der Gewinner bekommt von uns eine tolle kleine Box mit ganz verschiedensten Paradeisern. Das ist ein Angebot. Ja, also bitte schätzt einmal, wie viele Tomatenstauden sind in diesem Folientunnel. Wir können euch nicht helfen, wir wissen es auch nicht. Wir müssen auch erst zählen. Ja.
Es gibt wirklich unterschiedlichste Tomaten, also Paradeiser-Sorten. Ne? Genau, ja, also ganz unterschiedlich, weil man es halt auch oft für verschiedenste Gerichte andere Paradeiser verwendet. Aber es schaut einfach schön aus, wenn man da einfach eine Box hat, also eine kleine Schachtel mit ganz vielen verschiedenen Paradeisern. Mhm. Die zeigen wir dann natürlich auch noch in den Hofladen. Mhm. Das ist alles angelegt mit Tropfbewässerung, damit die Blätter nicht ständig nass sind, dann die Täten verpilzen und das war halt ein kurzes Dasein, den die Pflanzen da fristen. Und noch was hätte ich, diese Tomaten, was wir da haben, ja, die stehen schon das vierte oder fünfte Jahr am selben Fleck, also am selben Platz. Mhm. Also nur zum Thema, muss man es umsetzen oder nicht, oder bei uns ist eigentlich kein Problem. Also bis jetzt ist kein Problem. Guter Boden. Ja, aber das hat mit der Fruchtfolge eher zu tun, nicht? Weil manche Pflanzen brauchen 5 Jahre Abstand oder wie auch immer, nicht? Verschieden halt. Nicht? Und bei den Paradeiser dürfte es eigentlich nicht so schlagend sein, das Ganze. Nicht? Es hat auch mit dem Reifeprozess zu tun, weil die Paradeiser enthalten dieses Ethen. Und wenn man zum Beispiel auch Paradeiser neben Paprika in einer Obstschüssel lagert, dann beschleunigt das den Reifeprozess der anderen Gemüse- und Obstsorten und dann werden die eher schneller unreif. Also deswegen ist da bei uns auch ein bisschen... Okay, dann in Zukunft werden wir es daheim nicht mehr zusammenlegen. Genau. Ah ja, und ganz wichtig auch bei den Paradeiser, nicht in den Kühlschrank, weil das Aroma ist dann nicht mehr so frisch. Mhm. Also man sollte das eher... herauslagern. Mhm. Aber schon kühl, aber nicht zu kühl halt. Mhm. Und noch ein Fakt über Paradeiser. In der Schale ist die Konzentration von Vitamin C 3-mal höher als im Fruchtfleisch. Also nie die Schale runterschneiden, bitte. Mhm. Immer mitessen. Das ist eher schauend, wenn man die wegschneidet, nicht? Genau. Das Beste. Genau. Ja. Ja, und da haben wir halt verschiedenste Paprika, Peperoni, Melanzani, hinten haben wir Gurken, was halt so im Folientunnel gut wächst, ganz einfach. Ne? Und wir haben dadurch auch früher das Gemüse und länger auch. Nicht? Okay. Weil eigentlich machen sie ja viel, Gott sei Dank, ist gewisse Sachen selber. Ein paar Paradeisstauern hat bald auch jeder oder eine Paprika oder was. Nicht? Und dadurch können wir ein bisschen das abdecken, was also vor der Saison und nach der Saison eigentlich ist. Fällt die Schädlinge ein bisschen ab, ne? Ja. Jein, sage ich mal, ja. Aber wir kommen eigentlich recht gut durch, ohne irgendwelche Maßnahmen. Ja, wir haben da hinten die Gurken, die haben sie halt ein bisschen überstanden, mache ich. Mhm. Aber wir da nicht draußen auch ein paar Gurken, also da kommen wir auch zurecht. Das ist, also wie es halt wächst, man soll da nicht zu viel eingreifen. Ich habe es das letzte Mal gesagt schon, also der Natur haben wir eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja. Ne? Die ist über Jahrmillionen gewachsen, ohne uns. Ja. Eigentlich sind wir das Problem für die Natur. Nicht? Oder so, ne? Ja. Ja, und ja. Da seht ihr nochmal die ganz seltenen Sorten vielleicht eben, also so schwarze Paprika, eine totale Vitamin B- und C-Bombe. Mhm. Ja, Paprika hilft einfach auch super vor Infektionen zu schützen und ja, deswegen ist ganz wichtig, viel Paprika zum Essen und damit das Teller bunter ist, schwarzer Paprika. Habe ich noch nie gesehen und war noch nie gegessen, aber das ist interessant, schaut gut aus. Ja. Ja. Dann am Boden, den kannst du haben. Nein, wir können auch noch pflücken. Wo ist denn da ein guter? Ich glaube, der ist ganz nett. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe einen schwarzen Paprika. Größer hast du nicht gefunden, oder wie? Das gibt schon größer. Jetzt sind wir aus dem Tunnel heraus und jetzt haben wir das, wo sich der Popeye freuen würde. Das ist richtig, das ist Mangold, eine Spinatsorte. Ja, also man muss eine relativ große Menge kochen, weil man kriegt sehr wenig raus. Mhm. Ja, aber es ist geschmacklich top, mit ein bisschen Knoblauch noch dazu, ist es wirklich ein Genuss. Mhm. Und hinter uns, was haben wir denn da? Da haben wir unsere ersten Wasser-, Zucker- und Honigmelonen. Mhm. Und da sieht man zum Beispiel, die wachsen dann, die ist schon ziemlich reif. Ja. Und ein wichtiger Fakt halt, da ist auch, dass zum Beispiel die Honigmelone, die Zuckermelone eher mit der Gurke verwandt ist als mit der Wassermelone. Ja, obwohl die eigentlich ähnlich ausschauen, hast du nicht, dass ja, die gleich so viele Ähnlichkeiten haben. Ja, also wer sagt, Melonen wachsen nicht bei uns? Hier ist der Beweis, wir haben ganz verschiedenste Melonensorten, die auch jetzt... War das verschiedene
Sorten sind, beziehungsweise die ist noch nicht so reif wie die. Das anders wieder da drüben haben wir eine ganz große gestreift. Wobei die ist auch gestreift, ja. Also wie gesagt, das sind wirklich ganz verschiedenste Sorten. Das sucht sich die Melone dann aus. Ne? Genau, ja. Aber die fühlen sich sichtlich wohl da, gell? Das stimmt, ja. Glückliche Melonen. Also das war ja noch nicht alles da, wir haben ja da noch einiges am Feld, wobei ich mich da nicht auskenne, was was ist. Ja, also hinter uns ist der Bore, den haben wir da gepflanzt, den haben wir bis nächstes Jahr in März, April, also das ist schon Vorrat gepflanzt. Nicht? Dann haben wir da Chinakohl, Zucchini, da können wir dann nochmal hingehen, die sind heuer also explodiert, wahrscheinlich war das der feuchte Mai. Und da hinten haben wir dann Kohlsorten, verschiedene, dann Salate, Zwiebel, wir haben auch Sprossenkohl und Chinakohl und lauter so Sachen halt, also was man das Kohlgemüse eigentlich für die kalte Jahreszeit, also ist das ideal. Und bei der Chinakohl ist aber wahrscheinlich so gut der gesündeste ist, ne? Also von den Vitaminen her, wenn man gehört, der hat die nicht viel. Ne? Ja, hat viel Vitamin C. Aber was wir hier beim Kohlgemüse für Probleme haben, das ist der Erdflow. Also durch die Hitzeperioden machen wir, der kommt, der wandert zu und sticht die Blätter an. Also da haben wir massive Probleme. Wichtig ist, dass wir es feucht halten, das ist glaube ich der beste Schutz. Weil Mittel das selber, das mag er nicht und der Mittel selber gibt es ja, das will man eh nicht verwenden. Und ja, jetzt hoffen wir halt, dass wir da. Dass wir so durchkommen, ganz einfach. Also der gestrige Abend hat ihm sicher nicht taugt. Gott sei Dank. Ja. Ja, wie Sie sehen, da haben wir halt angesetzt, wie gesagt, der Bohre und das Kohlgemüse ist winterhart und das haben wir dann also als Vorrat schon irgendwie das angelegt. Das ist überwintert? Das ist überwintert, ja. Okay. Wir haben den Sprossenkohl und diese Kohlblätter, da kann man Chips machen, die haben wir bis in Mai gehabt. Also vom Vorjahr her. Ne? Wenn wir den dann, wann kann man den nächstes Jahr ernten? Na, den werden wir heuer schon ernten. Anfangen, in Herbst oder Spätherbst. Wir haben da die letzte Charge, die ist jetzt da gerade reif. Das ist ein richtig schöner Bohre. Und wenn der aus ist, fangen wir da an mit der Ernte. Also, dass wir keinen Leerlauf haben halt. Ne? Ja. Ja, also wir hören dann immer wiederum, wenn man da einen biologischen Bier, also einen Bieranbau hat, naja, wie kennt das Bier sein, wenn der Nachbar spritzt? Bei euch ist das nicht der Fall. Also in deinem Gebiet, wo wir jetzt sind, ist eigentlich nicht der Fall. Es gibt Fälle, wo eine konventionelle Landwirtschaft neben Biofeldern auch ist. Und ja, da muss man sich halt zusammenreden. Da darf halt der Wind nur in die eine Richtung gehen. Ja, ja. Und wenn wirklich was vorkommt, muss der Biolandwirt also diese Fläche aus dem Anbau herausnehmen und das fällt dann wieder in die Umstellerzeit. Ja. Dann hat er wieder zwei Jahre Umstellerfrüchte. Das ist eigentlich nur als Futter im Biolandbau geeignet. Ja. Natürlich geht es dann oft über Versicherung, aber es kommt eigentlich sehr, sehr selten vor. Wollte ich gerade fragen, wer der Blei hat ja der Biobau dann in Schaden eigentlich? Ja, ja, aber eigentlich durch das, dass in die Gemeinden, wo wir jetzt da sind, eigentlich die Biolandwirtschaft massiv zunimmt, ist das eher in den Hintergrund gedrängt. Ja? Weil ich habe fast nur Bio-Nachbarn bei den Feldern. Nicht? Also es gibt schon andere auch, aber die passen auch auf, weil die wissen das auch. Und wir Landwirte sollten eigentlich zusammenarbeiten und das funktioniert auch. Ja? Also der Konsument braucht keine Angst haben, da wo Bio draufsteht, da ist Bio drin. Eigentlich ist das so, ja. Es, natürlich, man weiß, es gibt immer irgendwas und irgendwer, aber es ist so minimal. Also bei den Autofahrern gibt es auch Geisterfahrer. Nicht? Ich meine, das ist halt so. Nicht? Aber man kann sich eigentlich sicher sein. Also meiner Meinung nach passt das. Ja. Überhaupt bei uns in Österreich. Ja. Es wird ständig kontrolliert. Genau. Ja, ich habe es ja ständige Kontrollen dann. Ja. Ja. Also jeder Biobauer muss einen Vertrag mit einer Biokontrollstelle abschließen, bevor er anfängt. Und ja. Mindestens einmal im Jahr Jahreskontrolle und Stichproben, Blätterproben und ich habe sogar schon gehabt bei der Lagerhalle, was ich habe, eine Staubprobe. Ja, da haben sie zusammengehört mit dem Besen und haben es auch analysieren lassen. Ja, also. Es ist halt immer schlimm, wenn dann Leute im Supermarkt gehen, dort die, ich sage jetzt Tomaten aus Spanien kaufen,
wenn es da die Paradeiser bei uns im Bio gibt, weil dort weiß ich es nicht wirklich. Nein, das stimmt, ja. Und auch die Auflagen oft, die Umweltauflagen in den anderen Ländern oft sehr, sagen wir, nicht so streng sind wie bei uns in Österreich. Ja. Das hat man gesehen, wie es heuer war bei den Kartoffeln, da war ein Mangel bei den Kartoffeln im Frühjahr dann und dann sind sie von Ägypten oder was eingeführt worden und da sind halt diese Mittel, was bei uns schon lange verboten sind, sind halt dort schon erlaubt. Nicht? Also man isst es dann schon mit. Ja. So, wir sind jetzt beim Salat. Genau. Wie wir vorher schon gehört haben, Drachenkopföl eignet sich besonders über unsere frischen Salate, die ihr da seht. Das sind zwei verschiedene Sorten. Wir haben schon das erste Mal Salat angebaut im Folientunnel. Da wird er sogar noch, also da wächst er natürlich schneller oder manchmal auch größer. Und hier haben wir jetzt eigentlich drei verschiedene Sorten, zwei verschiedene grüne und diesen roten. Ja, schaut, auf jeden Fall, glaube ich, kann man das ja ganz gut mischen, nicht farblich. Und wenn man dann noch vielleicht ein paar Paradeiser dazu gibt, also da kann man schon ganz was auch fürs Auge. Man sieht halt da natürlich das Unkraut, aber das ist halt bei Bio so. Mhm. Das wird dann einfach händisch weggezupft. Ja. Mhm. Und ab und zu kommt es durch, ja. Mhm. Aber das lassen wir ja dann weg vom Teller, also von dem her macht das eh nichts. Der Wachhund ist auch schon da. Genau, das ist unser Wachhund, die Maggie. Okay? Ja. Super, dann schauen wir jetzt zu den Zucchini. Ja. Warte, du bist es. Ach so. Okay. Das hat gestern ganz schön angekauft. 7 Minuten, oder? Ja. Ja, jetzt sind wir im wahrsten Sinne des Wortes durchs Gemüse marschiert. Das stimmt. Wir sind jetzt bei den Zucchinis. Bei den Zucchinis, genau. Wir haben hier die Zucchini-Gewächse, wie ihr hier seht. Also das ist eigentlich eine Pflanze und die wird so riesengroß, die sprießt so aus. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Mhm. Wir haben da verschiedenste Sorten, grün, gelb, gestreift. Also natürlich auch wieder ganz bunt fürs Teller. Und jetzt meine Frage an Sie. Also mit welcher Gemüseart, glauben Sie, ist die Zucchini verwandt? Jetzt hast du gesagt Gurke, aber ich glaube es nicht. Ja, richtig, es ist nicht die Gurke, das ist nämlich das, was viele glauben. Es ist der Kürbis, bitte, ja? Das hätte ich nicht geglaubt. Also Zucchini ist eigentlich mit dem Kürbis verwandt. Wenn wir es jetzt mit der Gurke vergleichen, der Wasseranteil ist natürlich viel geringer. Mhm. Gurke ist viel wässriger, aber dafür ist der Vitamin- und der Mineralstoffanteil extrem hoch bei den Zucchinis. Und man kann so viel damit machen. Ob Suppe, Torte, man kann es kochen, man kann es garen, man kann sogar roh essen. Also eine wahre Delikatesse. Vor allem, glaube ich, schmeckt eine gefüllte Zucchini besser wie gefüllte Gurken. Das stimmt, ja. Also so Zucchini-Schiffchen mit Faschierten und Käse drüber. Mhm. Eins meiner Lieblingsgerichte auf jeden Fall. Genau. Hat auch sehr viel Vitamine, glaube ich, die Zucchini. Richtig, also sehr viel Vitamine und Mineralstoffe und ist auf jeden Fall sehr gesund. Eine wahre Delikatesse gilt eigentlich auch diese Blüte da. Mhm. Ich habe es noch nicht probiert, aber es wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Okay. Ausschauen tut es ja sehr gut, die Blüte. Genau, ja. Und wir dann da wirklich jeden Tag Zucchini brocken, würde ich jetzt sagen, in der Mundart, weil da einfach so viel drauf ist. Und wie gesagt, wenn man da einmal 2-3 Tage nicht rausgeht, sind die so riesengroß. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe auch viel gelesen über Zucchinis und es steht auch, dass grüne und gelbe Zucchinis eigentlich keinen Geschmacksunterschied aufweisen. Ich finde aber ein bisschen schon. Also ich finde die gelbe Zucchini ein bisschen süßer. Mhm. Zumindest ist es bei unserer Bio-Schramm-Zucchini so. Okay. Aber die Blüte, die grüne, die Tannen, sie ist so schön. Ja, drum ist das ja. Aber ich glaube, die Mama war halt auch schon die Blüten da so. Ja. Das ist wegen den Gurken. Ja, ja, weil ich zuerst gesagt habe, also ich hätte vermutet zu den Gurken, dass die Zucchini kehren es nicht, aber jetzt, weil wir gerade bei den Gurken wieder sind, da gibt es eine gute Geschichte. Ne? Da gibt es eine sehr gute Geschichte, ja, weil einige von uns trinken ja gern. Und man, wenn man heute halt am Furt geht und ein bisschen mehr trinkt und bevor man betrunken ins Bett geht, sollte man auf jeden Fall noch ein paar Scheiben Gurken essen. Am besten die Bio-Schramm-Gurken. Weil dann wacht man am nächsten Tag ohne Kater auf. Also das müsst ihr unbedingt mal probieren, das ist wirklich so ein Highlight-Tipp. Und Gurken werden ja eigentlich oft in der Kosmetik verwendet und wenn man Gurken und Drachenkopföl irgendwie zusammenmischt und das auf die Haut aufträgt, ist das natürlich auch sehr, sagen wir mal, gegen ans Altern. Naturkosmetik-Schramm. Genau.
gemacht habe, sind jetzt durch Sonnenblumen am Feld durchmarschiert. Und ich habe dabei den Paprika gegessen, der ist wirklich lecker. So, jetzt haben wir da Kürbisse. Naja, fangen wir an. Wir haben da verschiedenste, das sind die Pastinaken. Die werden jetzt da dann im Herbst reif, die werden wir anfangen zu ernten. Gehen sehr gut. Viele Mütter kommen und machen immer so einen Brei und so. Also okay. Mit den Kindern, mit den Kleinkindern. Daneben ist die Wurzelpetersilie, die wird auch überlagert. Ein bisschen März außen nachher. Da machen wir Wurzelgemüse für Suppen, Suppengemüse sozusagen. Meine Frau stellt das zusammen. Da haben wir dann die Karotten. Die blauen Karotten, die sind halt da ausgewachsen. Die müssen wir ein bisschen selektieren, das Ganze. Wir haben blaue Karotten, gelbe Karotten und die roten Karotten. Ja. Und hinten, wenn man da hintere schaut, sieht man die Kürbis, also die sind flächendeckend zu, da sieht man keinen Erdboden mehr. Verstehe, ja. Da sind sogar noch Fissuren, zwei Reihen, die sind komplett entdeckt, da findet man nichts mehr. Die sind so gewachsen, die Kürbis, ja, da haben verschiedene Speisekürbis, nicht? Am meisten den Hokkaido, den roten, das ist die Hauptsorte eigentlich. Die habt ihr aber auch ganz wohl dafür, nicht? Weil sonst hätte ich wahrscheinlich nicht so. Also dieses, wir sagen, die Satzen heißt der Rito, ja, das ist ein Kleinklima, da stehst du die Luft, bei den Keller hinten ist ein Südhang optimal. Okay. Gibt nichts Besseres bei uns, also das ist wie ein kleines Glashaus eigentlich, ja. Also das passt super. Es ist überhaupt eine kleine Oase, wenn man da durchschaut, das Gemüse hinten, der Wein. Also Das ist da schon sehr stimmig, das Ganze. Ja, es ist schön. Auch am Abend, wenn die Sonne untergeht und mit Arbeiten machen wir da. Also kann man vorstellen. Das ist kaum was. Ja. Dann haben wir da noch der Petersilie, da lassen wir den Samen ausreifen, nicht einmal ausreifen. Dann haben wir dann einen eigenen Samen für nächstes Jahr immer. Das ist auch eine Möglichkeit. Hinten haben wir noch Gurken. Da ist die Kräuterecke. Da ist halt die Kräuterecke. Und ja, mir fällt es jetzt nicht, liegt auf der Zunge. Das Basilikum haben wir da auch. Ja. Genau. Das, was da so wächst, da vor uns gerade. Und zwar ist das Zitronenbasilikum. Wir haben da auch Lavendel, eine Cola-Pflanze, auch Eberraute genannt. Und ich habe da halt diese. Ich bin ein sehr Kräuterfan und habe dann natürlich diese Kräuter gepflückt. Da haben wir dann Pestos gemacht und Sirupe. Ja, also vor allem die Kinder sagen viele, Mama, ich will Cola trinken. Und dann habe ich halt einen Cola-Sirup gemacht. Also die Pflanze heißt nicht ohne Grund eine Cola-Pflanze, weil sie dem Cola-Getränk sehr ähnelt. Und dann ist halt jetzt dieses Kinder-Cola und die Kinder lieben es. Und ich auch. Und es ist gesund. Es ist gesund, genau. Es riecht sehr intensiv. Gehen wir mal hin, dann können wir uns das gerne anschauen. Hier haben wir dann zwei verschiedene Sorten Basilikum, und zwar haben wir da das Violette das ist das Zitronenbasilikum mit der Blüte, und dahinter haben wir dann das normale Basilikum. Hat das so einen Zitronengeschmack, das Basilikum, wie es so heißt? Oder? Finde ich schon, ja. Es schmeckt ein bisschen süß-säuerlich eigentlich. Und wir geben eigentlich nur das ins Pesto. Okay. Ja. Genau, da drüben haben wir den letzten Fenchel, der sehr beliebt ist bei Müttern, weil Kleinkinder das eben sehr gerne essen, eben püriert oder als Gemüse. Das Tee ist auch gesund. Also genau, Tee ist natürlich auch ein tolles Highlight. So, und da drüben zeige ich jetzt noch die Cola-Pflanze, diese Eberraute. Das wächst schon ein bisschen aus da, aber es riecht sehr. Hat ein bisschen einen Cola-Geschmack, Cola, oder? Ja, erst der Nachgeschmack, vor allem wenn man es dann trinkt, ist sehr Cola-artig. Ja, das ist vor allem die perfekte Alternative für Kinder fürs Cola halt. Absolut. Dann haben wir da hinten auch noch Rosmarin. Da wächst dann schon da. Das auch. Ist das der Lavendel, oder? Ja, genau. Schnittlauch haben wir da. Und da haben wir dann Petersilie, oder? Ja, da wieder Petersilie. Und das riecht gut, das habe ich gern, so die Kartoffeln. Ja, das bauen wir. Die Dille, ja, genau. Die ausgewachsene. Das ist ein Fenchel. Das da, ja, der Knollenfenchel. Und das ist die Dille, ne? Das wächst aber schon aus, ja. Ich muss jetzt wieder einen abbauen. Da haben wir irgendwo noch einen Schnee, aber ich glaube, das ist der letzte. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja.
Aber das ist halt irrsinnig gut zu Kartoffeln. Ja, ja, die Frühkartoffeln. Ja, genau. Fisolen. Oder Fisolen, genau. Ja. Es gibt im Hofladen dann auch verschiedenste Rezepte, die aufliegen. Das kommt jetzt in die nächsten Tage. Und da werden wir immer zu jedem Gemüse werden wir uns raussuchen und werden dann verschiedenste Rezepte auflegen. Das haben wir letztes Jahr auch schon gehabt und das ist eigentlich sehr gut bei den Kunden angekommen. Mhm. Genau. Nur ja. Der ist so charmig. Vielleicht die Kühlräume, ne? Ich weiß nicht, ob das... Ja, okay. Keine Ahnung. Das wird das zahlreiche. Das ist der perfekte Kühlraum. Da ist halt jetzt noch nicht so viel drin, aber da haben wir das Lager reingekommen, was ich herunter oder im Hintern am großen. Das große Lager, das ist gar nicht Lager. Das ist nicht eine Verwaltung, sondern auch, dass wir da und hinten drin reden. Welche sind die Möhrlichen? Die Möhrlichen sind die Rosen und die Röhren. Das sind Rosen. Ich bin jetzt noch bei einem Wobei, das ist zum Beispiel noch Das ist Fruchtfleisch auch. Seitdem habe ich die Schlossdick gehabt, bei mir hat eigentlich gar nichts. Das sind eben die Raritäten. Aber die ganz kleinen. Der wäre dann auch ein Clown. Das ist ja. Ich finde so grün mehr, aber. Das habe ich nicht gezählt. Nein, wer weiß, ne? Nein. Ja, das ist unser trockener Kühlraum. Und zwar wegen einem Ungeziefer auch. Und vielleicht der, aber jetzt aber halt die Mehle auch. Also das Ganze. Das verhindert, dass die Mehle, da kann man es lagern, ohne dass man aufstellen muss oder irgendwas. Ja, das kann man nicht, das gibt es nicht. Das ist kalt. Ja. Und ja, es ist ja zum Beispiel, wenn wir Haferflocken haben und so, das ist ja quetscht und der Hafer ist fetter, dann wird das eher ranzig, nicht? Wir haben da ein Moor, ein Riesending. Ja, dieses Riesending nennt sich Riesenzucchini. zweite Schätzfrage, wie schwer ist diese Zucchini? Ja, was glauben Sie? Antwort können Sie auch gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken, naturkorn@bio-schramm.at. Und zum Gewinnen gibt es dann natürlich eine kleinere. Die ist nämlich geschmacksintensiver. Je größer sie sind, desto weniger Geschmack haben sie. Ja, natürlich, weil da viel mehr Wasser ist. Also eine Zucchini besteht zu 95% aus Wasser. Und die kleineren haben mehr Geschmack. Bei uns nicht anrufen, wir wissen es nicht, wie schwer es ist. Genau. Also, wenn ihr euch erinnert, erste Schätzfrage, wie viele Paradeiserstauden sind im Folientunnel? Und die zweite Schätzfrage, wie viel wiegt diese Zucchini? Ja. Na dann, schauen wir mal. Genau. Jetzt haben wir noch zwei Produkte. Die einen haben wir, über die haben wir, glaube ich, das letzte Mal geredet. Das genau. Ist Lomo Alto, also wir arbeiten natürlich auch mit anderen Biobetrieben zusammen. Lomo Alto zum Beispiel, da haben wir die Salami das letzte Mal vorgestellt, wo wir unser Getreide hinliefern, die dieses Getreide als Futter für ihre Tiere nehmen. Und die haben jetzt neu diese Kuban-Nossi, also deswegen Kuban, weil 100% Rind natürlich drinnen ist. Ja. Und ja, das ist dann so wie Knabbernossi, nur ein bisschen gesünder halt. Ja. Mhm. Und dann haben wir auch eine Dame aus Welm-Götzendorf, die uns einmal wöchentlich Bio-Stein-Champignons liefert. Und da kann man natürlich auch ganz frische Gerichte zubereiten. Die kann man sogar roh essen, man soll jetzt nicht, natürlich nicht zu viel. Mhm. Also gekocht ist natürlich gesünder. Und man kann die Schale sogar oben lassen, also einfach abwaschen und hat zum Beispiel eine super Schwammerlsauce. Mhm. Mit Dille. Mit Dille zum Beispiel. Genau. Ja. Ja, wunderbar. Also wirklich aus der Region und das Bio. Genau, alles Bio aus der Region. Servus, Süppe. Schönen Tag noch. Danke. Ich gehe von oben ab, Schatz. Ja. Da haben wir die drei Ernte gemacht in deinem Schwager und dann nachher nehmen die Häuser. Da ist wie ein Garten gehen und der Wind ist umgegangen. Bevor ich angefangen habe mit dem Mähdrescher, habe ich gesagt, erst, ich muss da dreschen, das war er. Und seitdem haben wir das gefunden. Ich sagte, das ist nicht so tragisch. Sagt er, wir wollten schon ein bisschen was raus. Stell uns ins Licht. Jetzt geht's. Ja, da habe ich ein Plakat gefunden.
Erlebnisführung, was kann man sich darunter vorstellen? Also es ist so, es haben immer mehr Kunden gefragt, dass sie eigentlich gern nähere Informationen wollen, wo wächst das Gemüse und so weiter. Und da haben wir gedacht, da ist eine Erlebnisführung genau das Richtige. Und zwar ist die nächste ist am Samstag, den 31. August um 10 Uhr. Und was ist dabei inkludiert? Also wir zeigen euch hinten den Folientunnel, die Felder natürlich, wo unser Gemüse wächst. Und wir werden da auch Öl pressen. Das heißt, ihr könnt das Öl dann direkt frisch verkosten von der Ölpresse. Ja. Unsere Sirupe, also wie gesagt, haben wir jetzt diesen tollen Cola-Sirup oder Drachenkopf, ja, damit man diese neue Pflanze kennenlernt. Das wird dort alles vorgeführt. Und kennenlernen unseres Getreides. Wir haben da so viele verschiedene Getreidesorten und wir haben da Grieß, Flocken, wir haben Vollkornvariante. Was ist da eigentlich der Unterschied und wozu kann man das verwenden? Und dann gibt es natürlich ganz viele Kostproben auch vom Getreide. Also das wird da alles geboten und nicht zuletzt ein Gewinnspiel. Ja? Also es bleibt spannend. Ja. Wie kann man sich anmelden? Also es ist so, man kann einfach natürlich an unsere E-Mail-Adresse naturkorn@bioschramm.at schreiben oder wir haben hier auch im Hofladen diese Formulare, da schreibt man einfach einen Namen und Telefonnummer, falls irgendwer dann krank wird oder falls das einmal entfällt, einfach da reinwerfen und dann ist man automatisch angemeldet. Genau. Perfekt. Ja, und das ist sicher eine spannende Sache, weil es war jetzt schon, wie wir mit euch unterwegs waren, spannend und da kann man dann sicherlich noch ein bisschen noch zusätzlich in die Tiefe gehen, wenn man noch Fragen hat. Genau.